Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupac Hospital. Wir müssen ganz dringend eine Töpferei basteln, aber dafür brauchten wir halt so ein bisschen Geld. So 20k. Wir haben keine 20k. Haben wir gerade 3k. Komm, noch ein bisschen. Ja, jetzt haut der erste ab, da ist schon der zweite, der abhaut. Was haben wir hier für eine Personalherausforderung? Ja, komm, nehmen wir es einfach mal an. Bitten zu warten. Komm, ich brauche nur noch 7k. Womit hätte ich auch rechnen sollen, dass so ein Scheiß kommt? So, jetzt hat... Pause. 4x4 kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hier nicht so hin. Kriegen wir irgendwo 4x4 hin? Ja, hier. Es ist halt ein mittiger Raum. So, wie viel haben wir jetzt? 2100. Bauen wir das erste Mal. So. Jetzt statten wir den Raum halt im Nachhinein aus. So, ein Abfalleimer dazu. Feuerlöscher. Blümchen. So. Ich habe noch ganz viele Bilder von Jasmin Odyssey, bis uns das Geld dann doch ausgeht. Nicht allzu langer Zukunft, glaube ich, heißt es. Okay, wir haben kein Geld mehr. Ja. Das heißt weiter Zukunft, genau. So. Ich weiß. So, perfekt. Gehalt, ja, cool. Und upgraden können wir den Raum halt nicht. Blöd, blöd, blöd. So, wir müssen noch so ungefähr 20 Patienten heilen. Schön. Freut mich. Also Leute stehen jetzt vor allem in der Diagnose. Brauchen, glaube ich, echt noch einen Krankenpfleger. Hier, den billigsten. Billig ist immer gut. Und einen Arzt haben wir gerade auch bemerkt, dass wir da noch dringend irgendwas brauchen. Bitte sei fähig einfach nur. Ja, das haben wir nicht geschafft. So, 15 verbleibende Patienten. Wo sind denn die alle? Patienten, wen haben wir denn da so? 20 sind gerade noch da, aber 14 sind verbleibend. Wahrscheinlich schon viele geheilt worden, ja genau. Ja, welche wissen sie noch? WC-Warzen, Entenschnute, ja. Apotheke und Psychiatrie. Yay, Diagnose 3. Was war denn das für eine erfolgreiche Heilung? So. So, was ist denn das nächste dran? Okay, hier sind gerade 3 Leute. Allerdings hätten wir hier, hier drüben auch noch eine Apotheke. Nur mal so zur Info. Ja, ich habe keinen Platz, hier ein Weiterbildungszimmer hinzubauen, tatsächlich. So, der VIP kommt gleich. Und wir haben noch 8 verbleibende Patienten. 3 hier. Schauen wir hier. Hoch. Warteschlange. Einen hier. Und hier haben wir noch keinen. Schön. Okay, 5 Leute noch. Die wahrscheinlich alle hier unten stehen. So, schauen wir mal. Hier einer. Ach, der zweite ist am Klo. So. Hier, einmal rein da. 4 sind es aber noch, aber es sollten... Ich sehe jetzt gerade nur eben 2. Okay, da unten rennt noch irgendeine. Alle sind gerade Pause machen, zu dritt, wie die immer auf dieser Couch hocken, schon Wahnsinn. So, ein bisschen Geld gekriegt. So, nächster Patient. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Money, um vielleicht hier ein paar Upgrades zu schalten, wie zum Beispiel dieses schöne Ding abzugraden. Dieses schöne Ding abzugraden und okay, dafür haben wir keine Kohle mehr, aber wenigstens 2 Dinge, die wir upgraden können. So, ein Patient fehlt noch. Wo dann? Wer ist denn das jetzt schon wieder für ein Heini? Ach, der rennt da gerade schön. Der hat Probleme mit seiner Diagnose, weil er an Lykantropie leidet. Also er ist ein Werwolf. So, was haben wir denn hier? Ich weiß, was wir schon mal alles nicht haben. So, perfekt. Gelangweilt, hungrig. Schön.
Wir haben nicht zu viele Ärzte. Nur im Moment sieht es so aus, als hätten wir zu viele. Geschätzte Heilung ist 78 bis 79. Was ist denn das für eine Angabe? Das ist so richtig so... übermorgen. Nee. So, dann kommt gleich die... Notfallapotheke gekommen. Die machen wir jetzt schnell. Der passt nämlich perfekt. Dann können die nämlich alle schon mal reingehen. Dann sind da alle weil beim Arzt. Beziehungsweise sind dann alle weil bei der Diagnose. Und dann sind sie erst in der Apotheke. Das passt perfekt, wenn sie jetzt mal da wären. So, einer ist schon mal da. Ja, hier kommen alle rein. So schön. Alle schön in die Apotheke. Drei Leute hier. Ja, perfekt. Und jetzt gleich kommen die neuen Leute. 45. Ich schau mal, ob ich schon irgendwelche lustigen Krankheiten sehen kann, die ich nicht heilen kann. Ja, der erste Bus ist da. Schön. Ich finde es schön, dass alle drei sich auch an ihren Arbeitsplatz eingefunden haben. So. Was haben wir da für eine Aufgabe? Nein, wir haben kein Café. Warum sollte ich ein Café hier noch hinbauen, obwohl ich hier eh keinen Platz habe? Pantomime, aber der wird geheilt in der Psychiatrie. Okay. Wir hätten eh gerade kein Geld, irgendein Zimmer zu bauen. Von denen hier wäre es eh schon egal. So, wie viel fehlen da jetzt noch? Zwei Leute. Ja, die Apothekenpatienten schafft ihr doch, oder? Stehen ja schon normale an. Im Moment steht gar nichts an, was? Cool, Geld. Da sind... zwei... da ist schon einer dabei, der nicht... VIP ist. Unsere Finanzmittel gehen zur Neige. Blablabla. So, fünf Leute stehen da an. Ja, das passt noch. Sechs Leute, okay, ja. Aber ich meine, das verteilt sich jetzt eh gleich alles. So... kommt ja nichts mehr an. 42 verbleiben der Patienten. Aber drei haben wir schon geheilt, also alles chillig. Ja, wir sind nicht in den Schulden, es kommt dir nur so vor. Wo ist denn der eine Patient dann noch? Okay, ich hoffe, das ist der hier. Sonst haben wir echt ein Problem. Okay, alle rennen hier in die Station. Was haben wir hier? Das haben wir nicht geschafft. Aber 5 von 5 haben wir geheilt. Schön. Sehr schön. Ach schön, und der ist noch nicht fertig mit seiner Upgrade-Arbeit. So, du hast helles Köpfchen. Ganz einfache Entscheidung. So, hier fehlt ein Mitarbeiter. Ich möchte nicht noch einen Krankenpfleger einstellen. Die sind scheiße teuer. Ja, habe jetzt eh kein Geld mehr. Blöd. Ja, ich brauche irgendwie zwei Krankenpfleger. Mindestens. So, sieben Leute stehen da gerade an für allgemeine Diagnose. Ich meine, ja, der Tiny da ist ja auch noch nicht fertig. Da ist eine Monopower. Schaffe ich es, sie zu killen? Ha! Eine Monobraue weniger. Was will die immer... Wenn wir 10 Patienten hintereinander heilen, steigt unser Einkommen um 1,5%, sagen wir die. Okay, wir dürfen bis jetzt alles heilen. Wir haben jetzt schon 10 Stück und dann kriegen wir 1,5-fache vom Preis. Zirkustherapie, bitte warten. Zirkustherapie, bitte, können wir uns die leisten? Ja, können wir. Alter, wo soll ich die denn hinbauen? Ich brauche hier erstmal Pause. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen umräumen. Wie räume ich denn da am besten um? Die arbeiten? Kriegst du halt einfach einen neuen schönen Platz? Das ist auch nicht so mein Problem. Jetzt hoffe ich, dass ich da hinten im Eck die Zirkustherapie reinquetsche. Ich hoffe, das ist dann wirklich das letzte Zimmer, was wir brauchen. Sonst habe ich echt ein Riesenproblem. So, Zirkustherapie. 4x4. Das ist 4x4, ja. Oha. Wie soll ich denn noch mehr in dieses Mini-Krankenhaus reinquetschen? Ich verstehe es nicht. Der hat irgendwie ein bisschen unlogisch gedacht. So. Blümchen.
Ich hätte schon vorher wüsste, was auf mich zukommt, dann könnte ich das irgendwie so passend bauen, aber ich will es auch mich nicht spoilern, also müssen wir wohl damit leben. So, Prestige 4 passt. Hohes Tempo, perfekt. Was haben wir hier? Schmuddelsohlen. Okay, gehen die Station. Ist in Ordnung. Und wir sind im Minus. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Two Point Hospital. Bis dahin. Tschüss.